Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Notruf 112, die Feuerwehrsimulation mit dem Feuerwehrfreiwillige Däumelzieher und ich. Wir machen den Lehrgang. Ja. Und Tobi hatte kurz den Sprachaussetzer. Pascal ist auch dabei. Ja, das ist der Typ, der hier auch redet. Hallo. Tag. So. Ja. Ab ins Auto. Letzte Folge hatten wir zwei Einsätze, nachdem wir gelernt haben, wie man löschen kann, aber löschen durfte man trotzdem nicht. Sondern weiter nur Schlauchverbindungen und so ein Zeug aufgebaut. Beziehungsweise wir haben die Pumpe platziert und den B-Schlauch im Abguss platziert. Ja, ja. Also so ziemlich alle Arbeiten, die dreckig sind. Ja, die ganzen Mistarbeiten. Und jetzt machen wir einen neuen Lehrgang, damit wir endlich mal auch bald die besseren Arbeiten machen dürfen. Ne? Also was heißt besser? Gefährlicher. Ja. Ja, die ein bisschen mehr, ich sag mal, so spannend sind. Ach, ich dachte, kurze gehen direkt in die Halle. Nee, es kommt immer erst die Theorie und danach die Praxis, Tobi. Beim Schulen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Mahlzeit. Moin. Tschüss. Tschüss. Du kannst an einem neuen Lehrgang teilnehmen. Oh, wir können es auch suchen, was wir wollen. Maschinist, Atemschutz oder technische Hilfeleistung. Wir sollten aufhören, beides vorzulesen. Ja, doch nicht. Wäre die beste Auswahl. Maschinist, da was? Muss ich fahren, das ist doof. Fahren technische und Hilfeleistung, Pumpe. Das wird beim Angriffstrupp Unfall auf Fahrzeug und so aufschneiden sein, oder? Mhm. Machen wir das? Atemschutz ist dann, und Atemschutzgeräteträger ist halt eben löschen. Also ich bin für technische Hilfeleistung. Am OTH. Dann alles OTH. Klar. Heute gehen wir zuerst auf die gesetzlichen Aufgaben der Feuerwehr ein. Gefolgt von etwas Physik. Anschließend Och, geht nö. Es wie gewohnt mit Rainer und Heinz unten praktisch weiter. Als erstes schauen wir uns an, was genau zu den Aufgaben der technischen Hilfeleistung gehört. Kurze Frage, müssen wir wirklich Physik machen? Genau beschrieben, ja. Für welche Aufgaben die Feuerwehr zuständig ist. Laut diesem Gesetz gehört, neben dem allgemeinen Brandschutz, der Schutz der Bevölkerung bei Unglücksfällen und Notständen zu unserem Aufgabenbereich. Damit sind Notlagen gemeint, wie sie zum Beispiel durch Unfälle oder Naturereignisse ausgelöst werden. Ebenfalls hilft die Feuerwehr bei Katastrophen, wie zum Beispiel Überschwemmungen. Zusammengefasst bestehen unsere Aufgaben aus der Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, Umwelt und Sachwerten. Für gewöhnlich übernimmt die jeweilige Gemeinde die Kosten für solche Einsätze. Allerdings kann bei fahrlässigem Eigenverschulden auch eine Rechnung gestellt werden. Es gab zum Beispiel mal einen Fall, dass eine Vermieterin die Wohnungstür eines Mieters zugemauert hat. Die Polizei Was? Hat die Feuerwehr alarmiert. Die kompletten Kosten des Einsatzes wurden dann der Vermieterin in Rechnung gestellt. Da bei der technischen Hilfeleistung immer wieder das Beseitigen von Hindernissen und Zugang verschaffen ein Thema ist, sollte man sich grob mit einigen physikalischen Grundlagen auskennen. Das Halligan-Tool hast du ja selbst bereits eingesetzt. Dort machen wir uns das Hebelgesetz besonders zunutze. Im Kern sollte man wissen, je länger der Hebelweg, desto größer die Kraft, die man ausüben kann. Wenn diese Kraft jedoch mal nicht ausreicht, können wir hier auf hydraulische Geräte zurückgreifen. Diese funktionieren nach dem Prinzip der hydraulischen Presse. Öl wird in einen Zylinder gepumpt und durch den Druck entstehen große Kräfte, die wir uns zunutze machen. Dadurch können wir mit dem hydraulischen Spreizer ohne Schwierigkeiten Metall und Stahl aufbiegen und mit unserer Schere sogar Fahrzeuge aufschneiden. Yay. Besonderer Vorteil hierbei ist, dass die Geräte sehr präzise, ohne Funkenflug und verhältnismäßig leise arbeiten und dadurch besonders gut für patientengerechte Rettungen ausgelegt sind. Zu guter Letzt haben wir noch verschiedene Schneid- und Trennwerkzeuge zur Verfügung. Dazu gehören neben der klassischen Feuerwehraxt auch motorisierte Geräte wie Trennschleifer oder Kettensäge. Bei letzterem ist besonders wichtig, dass diese nur mit geeigneter Schutzausrüstung und ausreichender Ausbildung verwendet werden dürfen. Generell bieten gerade die schweren Geräte bei unachtsamer Benutzung großes Verletzungspotenzial. Nicht nur für die Einsatzkraft, sondern für alle, die sich im Umfeld aufhalten. Achte daher auch darauf, dich nicht unnötig im Gefahrenbereich aufzuhalten, wenn du nicht gerade eine Aufgabe zu erledigen hast. Damit kommen wir direkt zur Aufgabenverteilung am Einsatzort. Dazu nehmen wir uns einen Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person als Beispiel.
Der Angriffstrupp steht auch hier an vorderster Front. Seine Aufgabe ist es, die technische Rettung durchzuführen. Das bedeutet, mit dem bereitliegenden Werkzeug eine Rettungsöffnung zu schaffen, die es ermöglicht, die Personen aus dem Fahrzeug zu befreien. Der Wassertrupp übernimmt die Sicherung der Einsatzstelle vor möglichen Gefahren. Bei einem Verkehrsunfall, wie in unserem Beispiel, ist dies vor allem der fließende Straßenverkehr. Weitere Gefahren am Einsatzort können beispielsweise durch giftige Stoffe oder herabfallende Teile entstehen. Auch bei Brandgefahr ist es der Wassertrupp, der sich mit Löschgeräten bereithält. Der Schlauchtrupp übernimmt die Bereitstellung der erforderlichen Geräte und unterstützt den Angriffstrupp. Bei Verkehrsunfällen werden alle eingesetzten Einsatzmittel auf einer Bereitstellungsplane platziert. Das dient nicht nur der Übersicht. Im Notfall können so mit einem schnellen Handgriff alle Geräte aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich gezogen werden. So, genug mit der Theorie. Am besten lässt du dir jetzt die Werkzeuge von Heinz und Rainer zeigen. Wir sehen uns dann später. Ja, genug Theorie, kann ich auch sagen. No. Ja. War aber ganz interessant zu erfahren, da wie die Aufgabenverteilung auch ist. So, Einsatzkleidung ist natürlich auch witzig, genau. Schutzkleidung, wichtig. Witzig Handschuhe. Und wichtig. So, gehen wir zuerst zum TLIP. Ist das Rainer oder Heinz? Heinz. Ah, willkommen zur Praxis. Okay, weiß ich nicht. Dann geht's heute mal an die großen Geräte, was? Du kommst gerade recht. Ich war gerade dabei, das HLF vorzubereiten. Da kannst du direkt mit anpacken. Okay, ist noch nicht ganz synchronisiert. Text mit Sprache. Du machst nicht ganz synchron. Die Leiter. Ja, muss ich die nicht erst öffnen? Sehr gut. Ich verstehe nicht ganz. Warum kann ich die denn benutzen? Ohne. Gehört das Trittbrett nicht auch dazu? Egal. Oder ist das Trittbrett einfach so dazu, ey, komm, kann jetzt noch jemand mit aufsteigen? Wissen wir nicht. Einfach ignorieren, das Trittbrett. Das hängt da so Deko. Fertig. Lass uns zu Heinz rübergehen. Er wartet schon. Okay, es ist nicht Heinz. Ist das gewesen. Rainer? Hat einen Baum auf das Auto geschmissen. Ja. Die haben aber viel Kraft. Hallo, da seid ihr ja. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier eine Kleinigkeit vorbereitet. Ein solches Szenario kann nach einem starken Unwetter auf uns zukommen. Ein Ast fällt auf einen PKW. Der Fahrer ist hinter dem Lenkrad eingeklemmt und vermutlich verletzt. Er kann das Fahrzeug nicht selbstständig verlassen. Deine Aufgabe wird es heute sein, das Fahrzeug zu sichern, den Baumstamm zu entfernen und Traumasepp, unsere tapfere Rettungspuppe, aus diesem Fahrzeug zu befreien. Da kommt einiges auf dich zu. Normalerweise werden die Aufgaben unter den Kameraden aufgeteilt. Da du heute aber alleine bist, musst du jeden Schritt selbst ausführen. Na super. Dann fang direkt mal an, sonst stehen wir hier noch den ganzen Tag. Die ersten Schritte kennst du schon. Erstmal das Fahrzeug vor dem Wegrollen sichern. Danach die Motorhaube öffnen und die Batterie abklemmen. Hopp, hopp, die Zeit läuft! Was sind denn diese passiv-aggressiv heute? Reite. Sind wir so aktiv-aggressiv teilweise auch? Dumm. Einmal Kopf in den Reifen reinstecken. Au. Einmal vom Baum auf. Einmal sich aufspießen lassen, ne? Naja, immerhin hat er teilweise Kollision. Ja, auch nur teilweise. Brauche ich nicht zuerst die Plane? Egal. Vorbereitung, shit drauf. Oh, wir haben sogar noch eine Brechstange extra. Oho. Das ist die gleiche wie der Türsound. Klang kurz nach Holz. Ich würde sagen, klang ein bisschen nach Holz. Oder die Plane baust du dir einfach diesmal jetzt. Das sieht doch stabil aus. Gute Arbeit.
Dann gleich ran an die schweren Geräte. Als erstes muss der Baumstamm entfernt werden. Die Kettensäge ist auf unserem TLF verladen. Komm mit. Da liegt die Bereitstellungsbank. Ah. Bevor du die Kettensäge in die Hand nimmst, musst du dir eine Schnittschutzausrüstung anlegen. Diese findest du hier im Fach. Sie bietet Schutz vor herumfliegenden Stücken und Splittern. Mach dich aber nicht unverwundbar. Also geh trotzdem immer umsichtig mit solchen Geräten um. Ja, oben. Dann mal los. Und pass mit dem Ding bloß auf. Also das Ähnlichste, was ich mal zu einer Motorsäge in der Hand habe, ist eine Heckenschere. Ja, okay, ich hätte weder noch. Was ich bei der Heckenschere mal schlimm finde, ist, deine Hand, die zittert danach. Wenn du irgendwie eine halbe Stunde lang eine Heckenschere benutzt hast, die Hand, die kannst du nicht mehr stillhalten. Das ist schlimm. Weil durch diese Vibration, die Vibration einfach von dieser Heckenschere ist übel. Und bei der Motorsäge ist das dann halt nochmal ein Stück mehr. Ja. Weil, also keine Ahnung, wo wir gerade geschnitten haben, auf jeden Fall nicht da, wo der Baumstamm war. Ja, wir kennen uns ja aus nach einem Lumberjacks Dynasty Gameplay, was wir auch mal hatten. Und ich eigentlich auch nochmal irgendwann zurück zu Ende führen. Ich wollte gerade sagen, wir haben das Let's Play nie beendet. Aber wir haben so eine Handvoll Let's Plays, die wir nie beendet haben, also auch nichts Neues. Ja, soll ich aufheben? Hebe A-Stück auf. Lege Ast. Oh. Mann, da sind doch so schöne Markierungen auf dem Boden. Ich habe so genau gepasst von der Länge her. Menno. Die ist alles vorgegeben, wo das hin soll, das Zeug. Ja, aber das hätte so gut gepasst. Soll nicht warum, sondern rettet lieber Traumasepp. Traumasepp. Ah, ich sehe schon. Mit der Säge kommst du bereits bestens klar. Das Wichtigste erstmal bei der Personenrettung, Berg, Herrschaufel und Besen. Ja, erstmal eins nach dem anderen. Wer benutzt denn die Kettensäge ohne Spitze? Ja, natürlich auch wichtig, eins nach dem anderen, Tobi. Erstmal aufkehren, da unten, das ganze Zeug. Ordnung muss sein, Tobi. Finde ich interessant, wie er das da rausbekommt. Aber immerhin hört der Sound jetzt auf, weißt du noch? Früher hatte das Ding mal einen unendlichen Sound. Oh ja. Aber einfach so in die Gegend streuen, das Zeug. Aber gut, hier gibt es ja keine Tonne wie auf dem KLF. Solange es nur Sägespäne sind. Na. No. Als nächstes steht die Personenrettung an. Dazu musst du die Fahrertür entfernen, um einen Zugang zu Traumasepp zu schaffen. Mit dem hydraulischen Gerät auf dem HLF kannst du die Tür aufbiegen und danach an den Scharnieren abtrennen. Alles, was du dazu brauchst, findest du auf dem HLF. Los geht's! Jo. Mist, die Tür klemmt fest. Mit bloßen Händen wird das nichts. Für zwei Brechstange. Du musst mit der Brechstange erstmal da so eine Angriffsöffnung schaffen, wo du mit dem Spreizer reingehen kannst. So, ist jetzt die Tür leicht aufgehebelt und jetzt kannst du dann dort mit dem Spreizer aufstemmen. Aber du brauchst erstmal irgendeine Angriffsfläche dafür. Boing. Das ist die Schere, das ist der Spreizer. Eine Schere brauchen wir später erst. Dum, dum, dum. Natürlich, professionell, Schnittschutzausrüstung ist auch noch dran. Mhm. Ich weiß nicht, wie du Spreizer schneidest. Aha. Das klingt ja total neu. Nach. Der Sound ist neu. Ja, das klingt vor allem sehr nach, ich schneide eine Tür, ich öffne, ich biege eine Tür durch. Ah. Das kann man ein bisschen metallern, irgendwie quietsche. Also, damit brauche ich doch noch auch. Ich dachte, ich muss das Gelenk durchschneiden. Das ist die nächste Scharniere erstmal aufbiegen, damit du das Gelenk überhaupt drankommst.
klingt überhaupt nicht danach. Also das ist auch noch so ein... Ja, aus einer quietschenden Metalltür. Oh, ja, okay. Okay, ja, oder fällt einfach ab. Du brauchst nicht mal die Schere dafür. Das hast du richtig okay, sauber hinbekommen. Jetzt kann unser Patient vorsichtig aus dem Fahrzeug geborgen werden. Gerettet. Der liegt so ein bisschen in dem Sitz. Nee, ne? Nee. Nee. Beherzt, aber Traumas hab angefasst. Leg Sepp bitte dort drüben auf die Decke. Ah, okay, also dann ist das hier die Rettungsdecke. Die mit dem Kreuz drauf. Ist auch ein Kreuz drauf. Boah. Ich dachte, das hieß einfach nur so... Das sieht auch so ein bisschen nach Teppich aus. So, ich denke, wir sind durch. Gute Arbeit. Mit dieser Erfahrung solltest du im Einsatz auch gut klarkommen. Wir sollten zusammenpacken und die Fahrzeuge wieder einsatzbereit machen. Auf geht's. Ach, auch das Unfallfahrzeug. Aufräumen. Okay, das, der war sympathisch, der Spruch. Ja. Okay, immerhin muss ich nicht alleine aufräumen. Ich wollte nur, dass du erst die Schnittschutzausrüstung wegpackst. Aber ich sag mal, Henry und... Nee, warte, wie hieß der? Keine Ahnung, ich weiß nicht den Namen. Ich wollte gerade sagen, Henry und Sepp, aber nee. Nee, Sepp war der andere. Sepp ist der dritte, den du gerade gerettet hast. Rainer und... Ja. Keine Ahnung. Rainer und der andere. Finde aber auch schade, dass da, wenn du drauf haberst auf dir, dass du da steht Rettungspuppe und nicht, nicht Trauma-Sepp. Stimmt, ja. Oder wenn ich so, Rettungspuppe und dann in Anführungszeichen Trauma-Sepp, so, weil das ist der Name von ihr ist. Warum habe ich die Leiter geöffnet? Warum? Das hat alles einen höheren Sinn, Tobi. Damit man, hast du nur damit nicht man weiß, wie man die Leiter benutzt bei der technischen Hilfeleistung, ja. Weil oben noch ein Besen ist. Stimmt, ich habe mir die Pumpe noch gar nicht angeschaut von dem TLF. Das machst du als Maschinist das. Stimmt. Da kannst du dann die Maschinisten lernen. Aber finde ich auch schön gemacht, dass man das nicht alles wirklich in der richtigen Reihenfolge machen muss. Sondern dass man sich dann sogar aussuchen kann, nachdem man die Grundausbildung, sage ich mal, die beiden Truppmann-Ausbildung, dass man sich dann auch entscheiden kann, in welche Richtung man erstmal gehen möchte. Das finde ich auch ganz nett. Jo, definitiv. Das hätte ich auch gar nicht erwartet. Das Ende findet wie immer oben im Schulungsraum statt. Du kannst dich direkt umziehen und nach oben gehen. Oh, was, lass mal einfach liegen auf der Rettungsdecke da. Ja, den räumen die dann auf. So, hat alles gut geklappt, ja? Mir gefällt der Elan, den du hier reinsteckst. Wenn du so weitermachst, kann ich dich vielleicht sogar als Gruppenführer einsetzen. Ich bin dort, wo es weitergehen kann. Dir erstmal einen verdienten Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Bitte, was? Hört, hört. Bald als ich Gruppenleiter. Ich bin seit 2 Tagen bei der freiwilligen Feuerwehr. Nee, war der dritte Hast Tag. Hast du 3 Lehrgänge absolviert? Der dritte Tag, 3 Lehrgänge. Also die so ungefähr vielleicht 2-3 Stunden gingen jeweils. In echt. Aber du bist anscheinend einfach... Ultra krass. Ja, unterwegs. Fast so, als hätte ich schon mal bei der Berufsfeuerwehr gearbeitet. Ja. Die loben dich heute die ganze Zeit, wie krass du dir das direkt alles anstellst immer. Und klingt ja nach einem perfekten Zeitpunkt für eine Abmoderation. Stimme ich dir zu, Pascal. In dem Sinne, einen wunderschönen Tag euch noch. Und wissen wir, dir, unser Zuschauer hier. Ich hoffe, du hast es genossen. Und fühlst dich ein bisschen unterhalten. Und wir haben deine Zeit... besser gemacht. Bis dahin dann, ja, bis zum nächsten Mal, wenn es dir gefallen hat, ne? Lass gerne ein Like da, abonnieren nicht vergessen und schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.